Ja, zunächst war es natürlich erstmal ein großer Einschnitt. Man hat das weggenommen bekommen, was man liebt. Gerade das Fußballspielen mit Fans, dieses Stadionerlebnis, das ist komplett liegen geblieben. Einfach die Energie, die hier aufgebracht wird, wenn man gerade sieht, wenn man nach 5 Minuten hier führt, wie alle mitgehen, was es dann nochmal für einen Push gibt, auch durch die Mannschaft. Das kannst du nirgendwo simulieren, das kannst du nicht dir eintrichtern, sondern das ist einfach gegeben durch die Fans, durch die Atmosphäre, die die halt hier aufbauen. Ich habe mich impfen lassen, aber natürlich auch Solidarität zu meinen Mitmenschen. Ich wollte durch die Erfahrung halt auch, die man die ersten 1,5 Jahre gemacht hat mit der Pandemie, wollte ich halt auch meinen Teil dazu beitragen. Noch einen größeren Schritt in die Normalität, dass der Umgang mit dem Virus deutlich erträglicher wird und nicht mehr diese tragischen Ausfälle hat, wie sie halt die letzten 1,5 Jahre zustande gekommen sind. Und natürlich würde ich mir wünschen, sportlich, dass wir hier auch mal wieder das wirkliche Stadionerlebnis dann halt auch wieder hier nach Wedau zurückbekommen.